Im Namen Allahs, Salabamas, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, liebe Brüder und Schwestern im Glauben, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi'idhnillahi ta'ala möchte ich heute ein Thema ansprechen, das sehr schön ist, das von großer Belohnung ist und auch sehr wichtig. Es geht sich hier um den Gruß im Islam, um das Grüßen im Islam, nämlich den Salam, den wir eben auch erwähnt haben, den ich eben auch gemacht habe und euch mit begrüßt habe. Dieser Salam, liebe Geschwister, dieser Gruß ist sehr wichtig für unsere Umma. Und wir werden gleich Hadithe hören, die uns diese Wichtigkeit des Salam geben. Und wir werden sehen, was der Prophet sallam darüber gesagt hat, alayhi salatu wassalam, wie viel Belohnung dieser Salam enthält und wie wichtig der auch ist, oder wie wichtig es ist, diesen Salam zu verbreiten und immer wieder zu erwähnen. Die Wichtigkeit zeigt auch, dass Hadithwissenschaftler, liebe Geschwister, ganze Kapitel über Salam, Babus Salam gemacht haben und über diese Sache gesprochen haben. Und dieser Verhaltensweise, nämlich den Gruß im Islam, dieses Salamu alaikum, ist nicht einfach ein Gruß. Dieser Gruß ist gewillt von Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah azza wa jal den befiehlt im Koran, liebe Geschwister. Und da Allah subhanahu wa ta'ala es Adam a.s. schon beigebracht hat, dem ersten Menschen. Dieser Gruß beinhaltet sehr viel. Dieser Gruß zeigt auch, liebe Geschwister, den Unterschied zwischen denjenigen, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und denjenigen, der ablehnt. Weil wer grüßt sich mit dem Salam? Wer grüßt, liebe Geschwister, mit dem Gruß von Allah subhanahu wa ta'ala? Diejenigen, die an ihn glauben. Kommen wir an den Vers, liebe Geschwister, wo Allah Azza wa Jal darüber spricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 24, Ayah 61, wenn ihr nun Häuser betretet, so grüßt einander mit einem Gruß, der von Allah kommt, mit einem gesegneten, guten Gruß. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Ayah, in derselben Surah, O die ihr glaubt, betretet nicht andere Häuser, die nicht eure eigenen Häuser sind, bis ihr euch bemerkbar gemacht und ihre Bewohner begrüßt habt. So sehen wir, liebe Geschwister, dass Allah Azza wa Jal uns befiehlt, dass wir uns gegenseitig begrüßen. Dass wir einander begrüßen. Und dass wir kein Haus betreten, liebe Geschwister, bevor wir uns nicht bemerkbar gemacht haben, mit was? Mit dem Gruß. Nämlich mit dem Salam. Und der Prophet alayhi salatu wassalam äußert sich und sagt, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam erschuf, sagte er ihm, geh und begrüße diese Gruppe von sitzenden Engeln und höre, wie sie dich begrüßen, denn es wird deine Begrüßung und die deiner Nachfahren sein. So sehen wir, wie Allah diesen Salam den ersten Menschen beibringt. Und so sagte er, Assalamu alaikum. Und sie erwiderten, Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Ja, und so wurde Adam alaihi salam dieser Gruß schon beigebracht und mitgegeben. Und Allah sagt, es wird auch der Gruß deiner Nachfahren sein. Und es ist auch schon bewunderswert zu wissen, dass der Gruß der Menschen, der Nachfahren Adam a.s. soll sein, an diejenigen, die auch an Allah ta'ala glauben, nämlich ein Gruß, der Frieden beinhaltet. Einer der wichtigsten Monopolen auf der ganzen Menschheit, den Frieden zu verbreiten. Weil du verbreitest damit ja den Frieden. Du sagst, Assalamu alaikum, Frieden sei auf dich. Oder das Frieden sei auf euch. Oder Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frieden sei auf euch und Barmherzigkeit sei auf euch und Segen sei auf euch. Ja, und so sehen wir, liebe Geschwister, dass dieser Gruß einer der wichtigsten Dinge beinhaltet im Leben, nämlich den Frieden selbst. Ob das innerer Frieden ist, ob das der Frieden im Allgemeinen ist, einer der wichtigsten Dinge, weil jeder lebt gerne in Frieden. Keiner will Chaos haben. Kein Mensch, der vom Verstand gesund ist und der gesund denkt, will Chaos und will Krieg. Jeder will Frieden haben. So, und so ist dieser Gruß beinhaltet schon einer der wichtigsten Teile fürs Leben, liebe Geschwister. Wie wir sehen, was wir gerade erwähnt haben, Allah Azza wa Jal befehlt diesen Gruß. Aber es gibt auch, liebe Geschwister, Art des Grüßen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 4, in Ayah 86, und wenn euch ein Gruß entboten wird, dann grüßt mit einem schöneren zurück oder erwidert ihn. Das heißt, wenn einer dich grüßt und er sagt zu dir, Assalamu alaikum, dann erwidere diesen Gruß schöner. Also antworte schöner und also vermehre deinen Gruß und sag, Wa alaikum assalamu wa rahmatullah, zum Beispiel. Und wenn der Gegenüberstehende sagt zu dir, Assalamu alaikum wa rahmatullah, dann vermehre und verschönere deinen Gruß, indem du sagst, Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh und so weiter. Und es ist sehr wichtig, dass man den Gruß verschönert. Hier, liebe Geschwister, weil ich mich auch gefragt habe, weil Allah azawajal spricht vom Gruß im Endeffekt allgemein, natürlich ist dieser Befehl auch an die Gläubigen gewidmet. So sagt Sheikh Sa'di in Tafsir bezüglich dieser Ayah von Surah 4, Vers 86,
Der Befehl ist den Gläubigen gerichtet, aber wenn die Menschen an bestimmte Grüße sich gewöhnt haben und diese Grüße den Islam nicht widersprechen, so gilt dies auch für diese Sachen. Ja? Das heißt, auch wenn man begrüßt wird ganz normal mit einem Gruß von einem, der nicht Muslim ist, ja, und das ist ein Gewöhnheitsgruß, den man kennt auf dieser Erde oder in der Ort, in der Umgebung, wo man ist, aber dieser Gruß widerspricht nicht den Islam, ja, ein halt nicht etwas Schlechtes, so kann man auch schöner zurückgrüßen, Allahu Alam, nach der Meinung hier des Sheikh, der den Tafsir dieser Aya gegeben hat. Aber wir bleiben erstmal bei dem Befehl der Gläubigen und der Muslime. So wissen wir, liebe Geschwister, was gehört zum Salam dazu? Dass man sich schöner grüßt. Dass wenn einer grüßt mit Salam, dass wir den Salam erwidern schöner und ihn schöner machen. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Die Wichtigkeit des Salam zeigt auch andere Hadithe, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Haqqul Muslim ala Muslim khamsa. Das Recht des Muslims auf den Muslim sind fünf. Oder ist fünf und er sagt, Raddu Salam, erwidert die Salam. Das heißt, wenn jemand dich begrüßt, erwidert die Salam. Das zeigt uns, liebe Geschwister, dass der Salam sogar auf die Rechte des Muslims, die auf die Rechte des Muslims übertragen werden, das heißt, die Rechte, die man gegenseitig hat, wo der Prophet in einem Hadith sagt 5, in anderen Hadith 7, und da mit den Hadith 7 sagt der Prophet Salam, verbreitet den Salam, ist es wichtig und lernen wir zu wissen, dass der Salam zu erwidern, zu verbreiten, zu den Rechten des Gläubigen gehört. Und liebe Geschwister, jetzt kommt eine sehr schöne Sache dazu, die wir auch dazu lernen sollten. Es gibt eine Kette, und ich habe da heute mit einem Bruder darüber gesprochen, von drei Wörtern. Ja, Al-Mahabba, Al-Iman, Al-Jannah. Die Liebe, das Verinnerlichen des Glaubens und das Paradies. Und diese drei, liebe Geschwister, das eine führt zu dem anderen. Die Liebe führt zum Glauben, der Glauben führt zum Jannah. Bi-Ithnillahi ta'ala. Natürlich mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt der Prophet in einem sehr schönen Hadith, der mit dem Salam verbunden ist. Und wenn wir auch heute nur diesen Hadith erwähnt hätten, das hätte gereicht. Bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, ihr werdet das Paradies nicht betreten, bis ihr glaubt. Und ihr werdet nicht glauben, bis ihr aneinander liebt. Soll ich euch nicht von etwas erzählen, das euch dazu bringt, aneinander zu lieben? Wenn ihr es tut, dann natürlich ist Sahaba Bijanes, verbreitet den Salam untereinander. Ein Hadith bei Sahih Muslim. Ja, ganz einfach. Wollt ihr die Liebe erreichen? Verbreitet den Salam. Dann erreichst du die Liebe, die wir miteinander brauchen als Muslime. Erreichst du die Liebe, erreichst du den Iman. Hast du den Iman erreicht, bi-idhnillahi ta'ala, erreichst du Al-Jannah. Und die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben den Salam nicht gleichwertigt. Oder die haben gesagt, ja, Salam, okay, und sind vorbeigegangen, haben sich mit anderen grüßt. Die haben den Salam erwidert, sie haben den Salam verbreitet, liebe Geschwister. So wie der Prophet Salam verbreitet, sagte den Salam untereinander. In den Hadith, den wir gerade im Gelesen bei Sahih Muslim am Ende, verbreitet den Salam untereinander. So sagte, liebe Geschwister, der Gesandte Salam auch ein sehr wichtiger Punkt, derjenige, der den Salam zuerst gibt, derjenige ist auch, liebe Geschwister, näher oder steht näher bei Allah Azza wa Jal. Der Mensch, der Allah näher steht, sagt der Prophet sallam, ist derjenige, der die Begrüßung mit dem Salam beginnt. Ich habe von einem Sheikh gehört, der gesagt hat, als die Sahaba das gehört haben, dass derjenige, der als erstes Salam gibt, ist bei Allah azza wa jalla näher. Jeder würde jetzt sagen, bestimmt die Sahaba sind rumgelaufen und haben gesagt, Salam alaikum, Salam alaikum, versucht immer als erstes Salam zu geben, um diese Belohnung zu kriegen. Aber damit ihr auch die Liebe der Sahaba aneinander sieht und wie sie waren, sagt der Sheikh, als die Sahaba sich getroffen haben, ein Sahaba hat den anderen getroffen, dann hat jeder gewartet mit dem Salam. Warum? Nicht, weil die das nicht verinnerlicht hat, was der Prophet Salam gesagt hat, nein, weil sie haben für ihren Bruder das gewünscht, dass er zuerst Salam sagt, damit der die Belohnung bekommt. Schau mal, subhanallah, wie die Sahaba radiallahu anhum miteinander waren. Und so Brüder und Schwestern im Glauben, wie wir miteinander sind. Ja, guck mal, wie die kamen. Sie treffen sich und jeder war still, weil jeder seinem Bruder das gegönnt hat, es den Salam zuerst zu geben, damit er die Belohnung der Nähe bekommt. Ja? Und das ist natürlich das Denken des Sahaba. Und es gab Sahaba, die sind zum Markt gegangen, liebe Geschwister, wie Abdullah ibn Umar, und der pflegte nur Salam zu verbreiten. Ja, der ist da hingegangen, um nur jeden den Salam zu geben und diese Belohnung zu bekommen, liebe Geschwister. Und deswegen, das sind ja die wahren Beispiele bezüglich dieser Sache. Und so ist es wichtig, den Salam, liebe Geschwister, an jeden zu verbreiten, mitzugeben
Und ob du diese Person kennst oder nicht kennst, weil es gibt auch kranke Herzen von Menschen, die nicht mal, die den Salam nicht verbreiten, weil sie sagen, ja, den kenne ich nicht. Den brauche ich nicht, Salam zu erwidern. Und ich weiß ja nicht, was der ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, sagt, dass wir den Salam verbreiten an jeden. Der Prophet ermutigte die Muslime sehr dazu, den Salam zu verbreiten und diejenigen, die sie kennen und diejenigen, die sie sich nicht kennen, damit zu begrüßen. Abdullah ibn Amr ibn Al-As sagte, radiallahu anhu, ein Mann fragte den Prophet sallallahu alaihi wasallam, welche Art des Islams ist die beste? Und jetzt zuhören, die beste Art des Islams. Er sagte, alaihi salatu wasalam, Menschen zu ernähren und den Salam denen, die du kennst und denjenigen, die du nicht kennst, entgegenzubringen. Hadith bei Bukhari und Muslim. Und dann kenne ich Leute, die sagen, nein, grüß nicht jedem Salam, du weißt nicht, wie der ist, wie der denkt. Iyyaka wa dhann fa inna dhann akdhabu hadith. Wir dir der Vermutung, da die Vermutung die größte aller Lüge ist, so wie der Gesandte Salam uns beigebracht hat, was wir vom Islam wissen, liebe Geschwister, und Allah weiß es am besten, ist, dass wir den Salam verbreiten, dass wir den Salam immer nutzen als unseren Gruß, da der von Allah azawajal gewählt ist, ein gesegneter Gruß, wie wir gehört haben im Koran. Und liebe Geschwister, dass das von Belohnung ist, die Liebe untereinander stärkt. Und sowieso, bi'idhnillahi ta'ala, liebe Geschwister, einer der schönsten Dinge ist, die Allah azawajal, oder einer mit der schönsten Dinge ist, die Allah azawajal uns gegeben hat, nämlich dieser Salam. Deswegen nie leicht festigen, ihr Sahaba sind nur zum Markt gegangen, um Salam zu verbreiten. Ja, und haben den Salam gerne mitgegeben. Und egal, ob die Person kennst oder nicht kennst, dies sind die Dinge, liebe Geschwister, die ich natürlich mitgeben wollte bezüglich Assalamu alaikum und den Salam, den Gruß im Islam. Und wie gesagt, es gibt Bücher darüber, es gibt Kapitel darüber, Hadith-Wissenschaftler haben viele Dinge darüber geschrieben, ja, und gesammelt. Und man sollte es wissen, ja, weil ich habe auch in einem Vortrag gesagt, letztens, dass vor dem Vortrag Handeln mit dem, was wir wissen. So viele Dinge wissen wir, aber so wenig davon setzen wir manchmal um. Oder die Zeit vergeht und man vergisst es. Und es ist immer schön, wenn man das aufrichtet. Ja, und wir kennen die Belohnung von Salam alaikum wa sallam hasanat. Und je mehr du den Salam hast, Assalamu alaikum wa rahmatullahi 20, Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh 30. Ja, es ist viel Belohnung, es ist viel Belohnung. Es gibt so viele Hadithe darüber. Nun, ich hoffe, dass ich das Wichtigste euch mitgeben konnte über den Salam allgemein. Ja, dass wir ein, zwei Dinge noch mehr wissen und dass wir diese Dinge im Herzen verinnerlichen. Und dann werde ich mich auch verabschieden mit dem besten Gruß, dem gesegneten Gruß von Allah Azza wa Jal angeordnet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.